Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Schmerz ist ein häufiges Symptom. In Deutschland leben ca. 23 Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen. Mehr als 3 Millionen Menschen sind schwer betroffen. Schmerz kann man nicht sehen. Schmerz ist subjektiv und er kann das gesamte Leben auf den Kopf stellen. Im Podcast Schmerz, was bedeutet eine Begutachtung, haben wir erfahren, welche Behörden schmerzmedizinische Begutachten anfordern, wer diese durchführt und worauf die Patienten sich einstellen müssen. Nun gibt es aber immer wieder strittige Themen, die besonderer Begutachtung bedürfen. Welche das sind und was man beachten sollte, erfahren Sie jetzt im Podcast Schmerzmedizinische Gutachten Spezial. Ich freue mich auch für dieses Gespräch erneut unsere Experten Dr. Richard Ibrahim und Ingo Ostgarde vom Schmerzzentrum München-Ost begrüßen zu dürfen. Dr. Ibrahim ist Facharzt für Orthopädie, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er ist Schmerzmediziner, er leitet das DGS-Schmerzzentrum in München und ich darf mal sagen, der Co-Leiter und Diplompsychologe, der dabei ist, das ist Ingo Ostgarde. Lieber Richard, lieber Ingo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Ja, vielen Dank, Silvia, für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ja, schmerzmedizinische Gutachten werden ja aus verschiedenen Gründen empfohlen. Da gibt es sowas wie diese chronisch primären Schmerzen. Da heißt es, soweit der Befund nicht klar in das psychiatrische, psychosomatische Fachgebiet gehört. Und dann gibt es dann noch sowas wie chronisch sekundäre Schmerzen. Und da heißt es dann, soweit der körperliche Befund das Schmerzerleben nicht ausreichend erklärt. Also Begutachtung bei beklagten chronischen Schmerzen erfordert ja Kompetenz, sowohl bei der Beurteilung körperlicher als auch psychischer Gesundheitsstörungen. Klingt ja alles ein bisschen kompliziert. Fangen wir mal an, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Da gibt es ja zum einen mal diese sogenannte Zustandsbegutachtung. Was ist das? Also generell beim Zustandsgutachten, das steht so synonym auch für Gutachten mit finaler Fragestellung. Das dient letztendlich der Beurteilung der beruflichen Leistungsfähigkeit oder auch der Teilhabebeeinträchtigung im Schwerbehindertengerecht, sowie dass es auch dazu dient, das Ausmaß von geklagten Schmerzen zu bewerten und deren Folgen letztendlich gutachterlich sich genau anzuschauen. Also einfach gesagt ist es eine Ist-Aufnahme, eine Bestandsaufnahme, die noch nicht automatisch im Zusammenhang stehen muss mit einem schädigenden Ereignis. Also geht darum, wenn ich das richtig verstehe, in welchem Zustand sich der Patient oder die Patientin zu dem Zeitpunkt des Gutachtens befindet? Und geht es dann auch schon darum, inwieweit dann noch eine Besserung zu erwarten ist? Oder ist es einfach nur ein Feststellen, so ist es jetzt und damit okay? Also grundsätzlich ist es so, dass man auch anhand dieses Zustandsbegutachtungs, nenne ich mal die Aussage, auch unmittelbar eine prognostische Ausrichtung geben kann und geben soll. Das heißt, es geht primär darum, dass man natürlich schon sagen kann, ist das Ereignis auch prognostisch günstig und in einer zeitlichen Kürze schon sozusagen zu überwinden, oder reden wir von einer längerfristigen mittel- bis schlechten Prognose? Dann gibt es ja noch als zweites die sogenannte Zusammenhangsbegutachtung, also die Begutachtung bei Kausalitätsfragen. Könnt ihr das mal ein bisschen näher erörtern? Ja, wie du auch schon sagtest, da geht es im Fokus letztendlich darum, einen wirklichen Zusammenhang herstellen zu können und den auch zu begründen. Also beispielsweise bei einem Unfallereignis oder Schädigungsereignis und dem jetzigen Zustand. Das heißt, man schaut sich das Schmerzerleben genauer an und versucht herauszuschauen, ist das tatsächlich hier ein physischer oder psychischer Erstschaden, der jetzt entstanden ist. Vielleicht ergänzend dazu werden auch sogenannte Brückensymptome, das ist ein komisches Wort, aber es werden Brückensymptome erwähnt. Das heißt, inwiefern steht sozusagen das Ereignis dann letzten Endes mit dem finalen Ergebnis in einem. Es gibt ja so typische Verläufe, das wir kennen.
Also das heißt, ein Ereignis hat dementsprechend das Ergebnis auch im zeitlichen Verlauf und es gibt atypische Verläufe. Und genau das wollen wir ja in diesem Zusammenhangsbegutachten feststellen und zusammenfassen oder festlegen können, sodass wir dann auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Kannst du mal so ein Beispiel nennen von einem Ereignis, sag ich jetzt mal irgendeinen Unfall, was man dann erwarten muss oder kann oder? Du weißt ja, ich bin ja Orthopäde, ja. Das heißt, natürlich ist gerade bei so Unfallereignissen, ich rede mal von einer klassischen Fraktur im Bereich des Handgelenkes oder des Sprunggelenkes. Und da können wir ja prognostisch relativ zügig sagen, jetzt mal abhängig vom Alter, von der Komplexität des Schadens, was erwarte ich, wenn ich das Bild röntgenologisch, kernspintomografisch gesichtet habe? Was sagt mir die Knochenwundheilung, Weichteilheilung, nach welcher Zeit erwarte ich das Ergebnis? Da kann man sozusagen relativ zügig sagen, okay, bei einer Radiusfraktur, so reden wir als Orthopäden, erwarte ich nach gut 4 bis 6 Wochen ein Ereignis, sodass der Patient auch nach dieser Zeit oder in dieser Zeit eine vollständige Ausheilung erfährt und das Ergebnis dementsprechend Schmerzfreiheit, Reintegration und Funktion vollständig erreicht wird. Das wäre ein klassischer Verlauf, den man sozusagen vollkommen unkompliziert zusammenfassen kann. Also darf ich ganz kurz vielleicht noch ergänzen, eine Radiusfraktur ist eine Fraktur im Unterarm. Ja. Entschuldige. Ja, kein Thema. Wenn man demgegenüber aber fasst, was ja so als atypische oder noch, was wir ja nicht selten sehen, gerade im Schmerzbereich sehen, dass ein Patient über diese 6-Wochen-Grenze hinaus ein Schmerzbild erfährt, was länger geht, intensiver geht oder was mit neuen Symptomen einhergeht, dann ist natürlich da etwas nicht der Regel und Norm zu erwarten. Da erwähne ich das Krankheitsbild des komplexen regionalen Schmerzsyndroms als Beispiel. Da ist wichtig, dass wir ja da entgegen der zu erwartenden Wund- und Weichteil- und Knochenheilung einen ganz anderen Zustand haben, nämlich das Schmerzbild verstärkt sich. Die Beweglichkeit wird schlechter, die Funktion wird schlechter, die Weichteilsituation wird schlechter. Und da ist genau das der Krux, nämlich dass man das natürlich erst beurteilen kann, wenn man sich auch über das Krankheitsbild des CRPS auch bewusst ist. So, jetzt hast du ein CRPS erwähnt. Das ist ja eins dieser speziellen Schmerzsyndrome, die sicher ganz gesondert beachtet werden müssen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen kurz erläutern, was versteht man denn unter einem CRPS? Also zunächst einmal ist es, die Abkürzung steht für ein nicht umsonst genanntes komplexes regionales Schmerzsyndrom. Das heißt, es ist wesentlich komplexer, als es nur auf 1 oder 2 Symptome zu reduzieren. Es ist aber vor allen Dingen ein chronisch-neuropathisches Schmerzbild. Das heißt, es ist ein mit Nerven bezogenes Schmerzereignis, was durch sogenannte Weichteil- oder Knochenverletzungen der Typ 1 oder durch eine Nervenschädigung Typ 2 zu erklären ist und wesentlich, wie ich gerade schon sagte, wesentlich stärker und länger andauert, als es die ursprünglichen Gewebeschädigung und Regeneration entsprechen würde. Es gibt, das vielleicht ausgeführt, haben wir eine neue Klassifikation in primäre, sekundäre Schmerztypisierung bei chronischen Schmerzen. Komischerweise, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt der neuen Leitlinie, sehen wir, dass diese Form des CRPSs in die Kategorie 1 gehört. Also ein primär nicht ein Typ 2 ist, wo man das reduziert auf den körperlichen, also eine körperliche Vorschädigung. Das ist schwierig zu kategorisieren, was auch eine Kritik an die neue Leitlinie von 2023 bezieht, aber das sei nur so am Rande erwähnt. Also es gibt eine Leitlinie, nach der man sich dann auch in der Begutachtung richten muss. So habe ich das jetzt, hast du das jetzt erklärt? Und da gibt es eben verschiedene Typisierungen. Das eine kann man sehr gut, würde ich mal sagen, organisch belegen und anderes eben nicht. Und das ist der schwierigere Part. Genau so kann man es fassen. Und da ist es so, wie du richtig fasst, wir haben ja eine definierte Ursache, ein Trauma als Beispiel. Und wir haben ein anderes Krankheits, das ist die sogenannte sekundäre Schmerztypisierung, während die primäre sozusagen in erster Linie multifaktoriell bedingt ist. Und das CRPS gehört aber in die Kategorie 2, also Stichwort in den chronisch primären Schmerz und wird dementsprechend auch dort aufgeführt. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle? Weil du sagtest multifaktoriell. Multifaktoriell heißt, dass man letztendlich genau sich anschaut, welcher emotionale Stress ist denn entstanden. Also das diagnostiziert man auch.
Man schaut sich an, welche Funktionseinschränkungen existieren im täglichen Leben. Und man schaut sich letztendlich auch an, welchen psychosozialen Einfluss, welche psychosoziale Relevanz hat das Ganze. Das sind so Kriterien, die man sich anschaut. Ja, und auf der anderen Seite, vielleicht noch ergänzend, ist ja neben nach diesen neuen Leitlinien für diese Begutachtungsform, neben diesen beiden Typisierungen noch ein weiterer dritter dazugekommen. Das macht das Ganze noch so ein bisschen komplexer für uns. Es gibt ein sogenanntes Körperstressstörung, also eine Körperstressstörung, die sozusagen bei Vorhandensein von körperlichen Symptomen noch zusätzlich übermäßige Aufmerksamkeit bedingen. Wir kennen das alle. Patienten, die innerhalb der Praxis sehr, sehr viel über ihre Symptome reden, und zwar außergewöhnlich lang über Körper oder Aufmerksamkeit auf ihre Symptome Wert legen. Das kann man jetzt psychologisch betrachten, das kann man aber auch schmerzmedizinisch betrachten. Und wir fragen uns dann sehr oft, wieso tun das die Patienten? Wieso erzählen sie so viel über ihre Körpersymptome? Und das ist eine sozusagen, ich weiß nicht, wie das die Psychologen nennen, aber wir nennen das einfach so ein Fokussieren. Man hat eine Fokussierung auf ausgeprägte Symptome, was bei uns auch aus der Begutachtung heraus letzten Endes zu diesen Körperstressstörungen gehört. Ich denke, das ist ja auch nochmal was für den Psychologen, Ingo, oder? Ja, absolut. Ist also das Phänomen, dass man sozusagen ein bisschen permanent auf der Lauer ist. Wie stark ist der Schmerz? Wo entsteht der? Auch mit der Sorge, hat er sich weiter ausgebreitet auf andere Regionen? Und man beginnt sozusagen eine Hyperaufmerksamkeit auf eigene Körperprozesse dann zu entwickeln und damit aus psychologischer Sicht auch eine Erwartungshaltung letztendlich aufzubauen, die zu zusätzlichem Stress und auch zu einer Schmerzverstärkung dann führen kann. Es ist ja extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Was würdet ihr denn jetzt mal solchen Patienten an Therapien empfehlen? Ich meine, das ist ja vielleicht auch noch ein kleiner Sidestep für diesen Podcast. Ja, also aus psychologischer Sicht ist erstmal wichtig, dass man überhaupt über Psychoedukation, das heißt über Vermittlung der Zusammenhänge, dem Patienten ein Bewusstsein schärft, dass es diese Prozesse und diese Spiralen und diese Zusammenhänge überhaupt gibt. Und dann kann man gezielt für den einzelnen Patienten ein Konzept entwickeln und eine Strategie entwickeln, sukzessive Stress abzubauen, Angst abzubauen und letztendlich dann auch so Folgesymptome, wie zum Beispiel dann Schlafstörungen, die auftreten, letztendlich anzupacken und dort einen Hebel zu haben. Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, ist es auch so, dass ich mit der neuen ICD-11, also auch mit der neuen Leitlinie einerseits, aber auch wir haben ja eine neue ICD-11 seit 2023, auch diese Faktoren jetzt auch neu und anders niederschlagen. Im Sinne von, wir kennen ja alle diese Schmerzstörungen, wie wir das in der Medizin, der Schmerzmedizin auf somatische und psychische Faktoren beziehen. Und das ändert sich komplett durch diese chronische primäre Schmerzstörung in eine auch für uns neue Diagnose. Ja, also wir hatten früher, das vielleicht unter die ärztlichen Kollegen neben unseren Zuhörern genannt, hatten wir früher die F4541 und die wird jetzt komplett auf die M30.0 übertragen. Also es tut sich auch gerade für Kollegen, die multimodal arbeiten, auch was anderes auf. Und ganz wichtig, was Ingo gesagt hat, ist eben diese körperliche Schmerzursachen und die ja durch psychische Komorbiditäten, also Überlastungen sich abgespielt haben, dann natürlich auch dementsprechend mitbehandelt werden müssen. Was würdet ihr denn sagen? Worauf muss denn der Gutachter in solchen Fällen am meisten achten? Also letztendlich geht dem einher oder vorher besser gesagt eine saubere Diagnostik. Das heißt, es ist für ihn wichtig, dass er schaut, okay, welche Tools wende ich letztendlich alle an? Welche sind relevant für die Fragestellung, für die Beantwortung der Fragestellung? Mhm. Das ist ein Schwerpunkt jetzt aus der Psychologie heraus. Ich würde noch weitergehen, dass ich einfach sage, wir müssen eigentlich in der schmerzmedizinischen Begutachtung wirklich übliche Schmerzen von außergewöhnlichen Schmerzen differenzieren können. Also wir müssen wissen, und das macht das Ganze auch nicht so ganz leicht, wenn man eben auch gerade über Unfallfolgen redet,
wenn natürlich schmerzmedizinische Kollegen auch sozusagen ein Gefühl für die normale Schmerzsituation und auch den zeitlichen Verlauf nicht haben. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir nicht jeden Schmerz direkt als einen außergewöhnlichen Schmerz titulieren, aber auch ihn nicht so abtun, als wäre das ein ganz normaler Verlauf. Also das ist wichtig und das bezieht ja das, was der Ingo sagt, im Rahmen der Psychologie, aber auch im Rahmen der Objektivierung von Schmerzen als solches im Rahmen von zum Beispiel Knochenheilungen. Also es ist doch wichtig, dass ihr genügend Zeit für diese Patienten habt, dass ihr nicht nur irgendwelche Röntgenbilder und Vorbefunde euch anguckt, sondern wirklich auch mit diesen Patienten sprecht und sie persönlich seht und untersucht, oder? Absolut. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt und umso wichtiger ist ja auch gerade, was wir erleben durch diese spezielle Schmerztherapie, die wir haben. Wir haben Zeit und wir nehmen uns Zeit und wir müssen uns nicht nur für, denke ich, das bezieht sich jetzt auf schmerzmedizinische Gutachten, aber es geht, glaube ich, grundsätzlich um die Versorgung, dass wir uns immer Zeit nehmen müssen, um das gesamte Bild des Patienten auch vollständig zu erfassen und auch relativ zügig zu sehen, wo sind psychische Komorbiditäten, die relevant sind für den Patienten, auch wenn er sie teils nicht erwähnt, um das jetzt eins zu eins auch auf den verschiedenen Ebenen der Behandlung dann auch ausrichten zu können. Gibt es denn aus eurer Sicht noch wesentliche Informationen zum Thema Schmerzbegutachtung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Vielleicht der Aspekt der Leitlinie. Also dass es eine Leitlinie speziell jetzt für die ärztliche Begutachtung von Menschen mit chronischen Schmerzen gibt, wie du sie eben angedeutet hast. Und dass es dort eben auch eine Aktualisierung gab. Also das heißt, mit 2023 ist die Leitlinie an sich nochmal aktualisiert und für jeden als AWMF-Leitlinie auch einsehbar. Für mich ist es so, dass ich sagen muss, ich finde, dass viele Krankheitsbilder, die ja sehr von Schmerzen geplagt sind, ich rede mal von generalisierten Schmerzbildern, eigentlich so nicht abgebildet sind, auch mit der neuen Begutachtungsrichtlinie. Ich tue mich heute immer noch sehr schwer, wenn ich das sagen kann, wo titulieren wir klassische Krankheitsbilder von Fibromyalgie zum Beispiel hin. Ich finde, das Krankheitsbild ist immer noch vollkommen unterbewertet im Rahmen der schmerzmedizinischen Begutachtung, aber auch von der Auswertung her. Wir sehen Patienten, das muss man wirklich erwähnen, die von Gutachten zu Gutachten laufen und kein Recht bekommen. Das sehen wir nicht selten. Das ist ein Krankheitsbild von vielen anderen Krankheitsbildern, die letzten Endes unterrepräsentiert sind, auch mit den neuen Leitlinien diesbezüglich noch nicht weiter ihren Stellenwert erhalten haben. Da würde ich mir wünschen, dass wir an der Sache für spezielle Fragestellungen, aber grundsätzlich auch Veränderungen im Rahmen der fachlichen Kompetenz, denn ich finde, dass schmerzmedizinische Begutachtung zwar in die Hände von Schmerzkollegen gehören, trotz alledem aber man an dieser Kompetenz weiterarbeiten muss. Und dafür würde ich mir mehr Raum wünschen. Da spreche ich auch ganz explizit die Schmerzgesellschaften an, weil wir da letzten Endes auch ausbildungstechnisch mehr machen müssen für unsere Patienten. Ja, das ist ja schon fast ein Schlusswort, ne? Aber man kann ja natürlich eins sagen, Leitlinien sind ja da, einem zu leiten, aber sie sind ja nicht in Stein gemeißelt, sodass man da sicher auch, gerade was das Thema Schmerz anbelangt, kennen wir ja alle aus unseren Praxen, doch ab und zu geben muss. Und du hast jetzt Fibromyalgie erwähnt. Ich werde jetzt da nicht näher drauf eingehen. Wir haben mehrere Podcasts zum Thema Fibromyalgie gemacht, die sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gern anhören können. Die sind sehr aufschlussreich zu diesem Krankheitsbild. Dann fasse ich jetzt nochmal heute diesen Podcast zusammen. Also es gibt zwei verschiedene Formen praktisch von Gutachten. Einmal das Zustandsgutachten, das im Prinzip den sogenannten Ist-Zustand begutachtet, so wie es jetzt im Moment ist und auch eine prognostische Hinweise gibt, wie es denn sich eventuell in den nächsten Zeiten verändern wird oder ob das auch so bleiben wird, wie es eben ist. Dann gibt es ein sogenanntes Zusammenhangsgutachten. Da geht es ja mehr darum, ob der Schmerz wirklich mit der Kausalität, das heißt zum Beispiel mit diesem Unfallereignis zu tun hat. Auch das muss ein Gutachter dann eben nochmal herausbringen. Und da geht es dann auch um solche Sachen, wenn jemand einen Unterarmbruch, eine Fraktur hat, verheilt die so, wie man das erwartet, dass nach 6 Wochen eigentlich alles wieder in Ordnung ist. Oder gibt es da noch andere Dinge, die auf einmal viel schlechter werden, was dann zu dem sogenannten CRPS, dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom, führen kann?
Da gibt es auch Unterschiede bei dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom. Auch das ein Thema, auf das wir in nächster Zeit auch nochmal eingehen werden, ganz genau. Wichtig ist, dass da immer Nervenschmerzen auftreten, dass die Heilung so nicht erfolgt, wie man es eigentlich erwartet. Es gibt Leitlinien und nach diesen Leitlinien werden die Schmerzen kategorisiert. Das ist nicht immer ganz so einfach. Und da gibt es im Prinzip drei Kategorien. Einmal das, was organisch bedingt ist, dann die mit hohen Komorbiditäten aus dem psychischen Bereich stattfinden. Und ich fasse das jetzt einfach nur mal ganz kurz zusammen. Eine sogenannte Körperstressstörung, die mehr aus dem psychologischen Bereich kommt und etwas damit zu tun hat, dass man sich vielleicht auch doch viel mehr auf den Schmerz konzentriert, als es gut ist und da aus diesem Teufelskreis kaum herauskommt. Wichtig ist, dass die Gutachter sich Zeit nehmen, dass die Gutachter sich nicht nur Vorbefunde und irgendwelche Bilder anschauen, sondern wirklich auch die Patienten anschauen, mit den Patienten reden. Am besten, das haben wir ja schon festgestellt, ein Arzt und ein Psychologe, die das zusammen machen, das wäre eigentlich das Optimum. Und ja, wir wünschen uns alle viel mehr Zeit und viel mehr Möglichkeiten auch der Ausbildung. Und ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen, oder ich denke, wir haben da jetzt einiges dazu beigetragen, dass die Patienten da ein bisschen mehr dazu wissen und sich auch vielleicht sicherer fühlen. Ja, euch nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gut. Damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Schmerzmedizinische Gutachten Spezial. Es gibt, wie gesagt, noch viele interessante Themen. Wir werden uns auch nochmal dem CRPS widmen. Das verspreche ich Ihnen hiermit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wichtig ist, unser Podcast erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.